das Gesetz hat jetzt zwar nichts für mich, trotzdem frage ich mich immer, was richtig ist. Ich habe eine große Fresse, auch wenn du ein Grizzly bist, dann von hier der ist, wie er ist, weil es Bestimmung ist. Ich habe eine Abmahnung gegen Lehrer, trotzdem eine 3 Mathe, danach habe ich sie weggenommen, weil er was Besseres hatte. Ich bei das, was ihm wichtig ist, schätze Gefühle. Schäm dich, wenn du Depri bist. Ich bin unberechenbar, wenn es darum geht, Klartext zu reden, dann hab kein Problem, da wenig Geld die Kasse mitzunehmen. Und wenn ich dich trete, dann weil du mich stresst, du Penner, halt die Fresse mit deinem Reden, wie echte Männer. Klar will Rap-technisch keiner sein wie ich, doch die würden alles tun für ein Leben, weg vom Kinderstrich. Denn es ist hart, du musst brav sein wie immer, wirst dazu gemobbt von anderen Kindern. Was so spannend ist, Turnier, hier werden nur ein paar Opfer rasiert, da sie nur davon reden, dass man Schläge kassiert und Haussucht verliert. Die Challenge ist der letzte Dreck, muss ich schon sagen, denn ich kann dadurch wohl kein eigenes Thema haben. Was für spannendes Turnier, hier werden nur ein paar Opfer rasiert, da sie nur davon reden, dass man Schläge kassiert und Haussucht verliert.